Hallo, mein Name ist Nathalie Neumann, ich komme aus Österreich und mache derzeit mein freiwilliges soziales Jahr hier in der Gemeindeschule Hauset im Kindergarten. Ich habe mich für den EFD oder für den Europäischen Freiwilligendienst entschieden, weil ich nach dem Abitur was Soziales bewirken wollte und da kam mir der Europäische Freiwilligendienst als passende Gelegenheit dafür. Mein Projekt habe ich damals in der Sendeorganisation von mir gefunden. Da war so ein PDF, wo alle Projekte aufgelistet waren. Und ja, dann habe ich mir halt gedacht, ein Kindergarten hört sich gut an, weil ich eigentlich immer schon in einem Kindergarten arbeiten wollte. Und da kam das halt eigentlich sehr gelegen und wurde halt auch sofort gleich genommen. Ich helfe den Kindergärtnern bzw. den Kindergärtnerinnen bei den alltäglichen Aufgaben, wie zum Beispiel bei Vorschulaufgaben, bei kleinen Bastelaktivitäten oder beim Früchte- und Gemüseschneiden und auch bei der Mittagsaufsicht und begleite eigentlich somit den ganzen Kindergartenalltag mit den Kollegen mit. Der schönste Moment bzw. die schönsten Sachen, die ich in meinem EFD bisher erleben durfte, sind halt einfach, dass es so abwechslungsreich hier ist, dass kein Tag ist wie der andere, dass du eigentlich immer so gut wie immer Abwechslung hast, sei es von den Kindern, die ich wöchentlich immer eine Gruppe wechsle oder aber auch einfach nur, was jetzt gerade im Kindergartenjahr ansteht, sei es der St. Martinsumzug oder Vorbereiten für Ostern oder sonst irgendwelche Aktivitäten. Gelernt habe ich bis jetzt eigentlich ziemlich vieles für mich selber. Eigentlich angefangen, wie man einen Haushalt organisiert oder wie man seine Freizeit sinnvoll gestaltet oder einfach nur mit anderen Menschen in Kontakt bleibt, weil es ist ja schon eine Herausforderung, da Menschen kennenzulernen und in einem fremden Land sich zurechtzufinden, wo man eigentlich noch keine Menschenseele kennt, aber ich glaube, das habe ich bisher sehr gut gemeistert. Ich werde am meisten vermissen die Freiwilligen und die Freunde, die ich hier, die Freundschaften, die ich hier geschlossen habe und auch vor allem die Kinder, die mir sehr ans Herz gewachsen sind und einfach der Kindergarten an sich, weil es ist echt ein cooler Kindergarten, wo die Kinder sich wohlfühlen können. Aber auf was ich mich am meisten freuen werde, wenn ich wieder zurück in Österreich bin, ist vor allem auf meine Freunde und auf meine Familie und